Hallöchen Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, das hier ist der Johnny Münster. Er wollte unbedingt in dieses Gym hier, weil das anabole Licht hier ist unfassbar geil. Ja, Mann. Die Spiegel sind gut, ihr seht, wir sehen aus wie aufgepumpt, sind wir aber noch gar nicht. Wir werden heute zusammen Push trainieren, du fängst mit Military Press an, ich mache heute Bankdrücken und das Ding ist, wir werden am 22.08. einen Wettkampf machen. Im Bankdrücken und Kreuzheben. Corey und Demi, das lassen noch auf sich warten, sind heute leider nicht da. Ich gucke heute mal, wie meine Leistung aussieht und ob ich vielleicht auch wieder mal die 200 Kilo Wettkampf schaffen kann. Ne? Bankdrücken? Ja, natürlich. Hallo, die müssen ja immer drin sein. Also, ich bitte dich. 150 Kilo sind auf Hantel. Die drücken wir jetzt mal ganz easy weg. Soll ich mit rausgeben? Ja, machen wir ruhig. 1, 2, ab. Push. Ja. Push. Oh, fühlt sich ein bisschen schwerer an. Die Klammern, die machen wir am besten jetzt dran. Ich muss auf 170, 180 Kilo muss ich auf jeden Fall hoch, wenn ich an die 200 will. Also klar, und dann mehrere Wiederholungen. Aber und mit Ablage, Leute. Also ohne Taschengro, kurz pausieren lassen, dann kommt das Presssignal, dann BOOM! Und dann feuern wir das Ding raus. Ja, wir feuern das Ding raus. Treibt mir nicht auf meinen Johannes, weil er lang ist. We have a little fast grips here. We're going to use it to press the barbell up, of course. Only 50 kilograms for warm-up. So, ich quatsch nicht so viel, mach dich warm und geh mal Gas. Komm. Okay. Durch. Beweglichkeit ist bei ihm auch, das ist total spannend. Er ist stark wie ein Tier, aber auch beweglich genug. Guck nicht nach oben, das ist Quatsch. Sie kommen mal frei. Kannst gucken, aber nicht. I have to pray to Lord Jesus. Ach, nein. Boah, das Licht hier ist wirklich brutal. Junge, 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 Junge. Da muss man gar nicht mehr trainieren. So 160 Kilo auf der Hand, da mache ich sichere 2. Die müssen nach oben fliegen. Achte darauf, dass die Pause lang genug ist. Ja? Könnt ihr mich gern kritisieren in den Kommentaren, ob die Ablage gültig ist oder nicht. Komm auf. Johnny, du hast jetzt schon 3 Aufwärmsätze mit jeweils 50 Kilo gemacht. Mhm. Kannst du auch langsam einfach mal erhöhen? Oder gehst du jetzt gleich um 50 Kilo hoch? Ich glaube nicht. 60, 100 Kilo hat er noch nie geschafft. Doch, 100 Kilo habe ich, wo ich alle erstmal, wo du gesagt hast, dass wir das da einbauen, Military Press, hat mir auch Spaß getestet. Ich habe zuerst 80 Kilo gemacht und dann habe ich mit 105 Kilogramm Körpergewicht 100 Kilo im Kopf gedrückt. War okay. Off-Camera zählt ja nicht. Johnny, den Arbeitssitz machst du dann aber ohne Fat Grips. Zum Aktivieren so klar, ja. Aber nachher nicht mehr, ne? Weißt du, was gut ist? Ich komme sogar noch tiefer rein. Ja? Ja. Gut. Hat sich extra wieder sein Oberteil angezogen. Sag mal, warum? Because I feel like... Ja, ist halt so oldschool-mäßig. Ich bin halt oldschool-Fanatic. Du fühlst dich wie Ronnie Coleman, hast du gesagt. Ja, das fühl auch. Fühl mich krasser einfach. Ich fühle mich stärker mit diesem Oberteil. Ja. Geil, also man muss sich immer nur posen, ne? Nö. Kann man mal weiter Klamotten tragen. Jo. Komm ran, Licky, los. Krall durch die Mitte. Gut. Ich bin mir sicher, ob die Powerlifter-Schuhe anhaben soll oder nicht, weißt du? Ich war so, ich weiß nicht. Ein bisschen anders, weil dein Hacken erhöht ist, ne? Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Anders. Weil dann musst du dir vorstellen, wenn du auf Zehenspitzen hochdrückst, ja? Kommst du ein bisschen komisch vor, weißt du? Zack. 170, also hier 220er sind 100 plus 15, 130, 150, 170. Auch wieder für 2 Wiederholungen. Another day has gone. Ja. I'm still all alone. Wenn ich nicht wüsste, dass er auch Leistung bringt, ne? Und Vollgas gibt im Training, wäre es nicht so motivierend. Alle. 1, 2, ab. 170 Kilo, 2-mal, komm mal. Push. Push. Ist okay. Geht noch. Bis hierher lief's noch ganz gut. Bin ich super. Also, dass wir dem stark aussehen, klappt schon mal. Ob ich da bin, sehen wir jetzt zumindest schon mal. Ne? 2 Wiederholungen, 180 Kilo. Mit Ablage. 1, 2,
Prost! Oh! Ah, ja, also das war jetzt schon relativ schwierig. Also ob die 200 Kilo im Wettkampf klappen, aber normalerweise haben die immer geklappt, weil ich bin Wettkampftyp. Ich habe so viel Adrenalin drin und ich kenne die Hantel dort. Also wir sind so quasi, wir kennen uns, wir sind dicke miteinander. Und die Bank kenne ich auch und die drückt sich richtig gut. Also ich drücke auf den Wettkampf mal so 10 Kilo mehr. Du auch? Kann ich mir gut vorstellen. We're going to see how we're going to use the weight now. Bist du eine Pfeife, Alter, ehrlich jetzt. Komm. Of course. 8 Stück solide, oder willst du noch höher gehen? Sind das bei 80 Kilo? Ich möchte das mal testen, einfach mal testen. Ich habe gerade schon getestet, aber mit den Schuhen und ich habe meine Schuhe ausgezogen, weil ich habe mich da so... Der Schwerpunkt verändert sich. Ja, ich habe mich ein bisschen... Das macht's doch nicht so spannend, Alter. Mach ich doch. Gefühlt. Komm. Fest. Schuh. Jawohl. Besser atmen. Komm. Schuh. Blick auf. Schön. Kontrolle. Schuh. Schön. Ja. Spannung. Schuh. Holy shit. Ja, Johnny. Ich hatte mich doch ein bisschen viel aufgewärmt. Nö. Nö, also. Ich habe dich schon mal mehr fliegen sehen, aber da warst du 15 Kilo schwerer. 15, ne? Locker. 15, ja. Ja. Gut, aber trotzdem okay. Ich bleib bei 180 Kilo, weil ich bin ja nicht Kamikaze Johnny. Ja. Und versuch den zweiten noch mal ein bisschen besser zu beschleunigen. Okay. Nächsten machen wir 230. Natürlich. Direkt nach der Ablage muss die Hantel hochfliegen. Und zwar auch bei der zweiten Wiederholung. Okay. Ey, die 200 Kilo, unter 200 Kilo, dann lass es wetten. Wenn ich die nicht drücke, dann lass dir irgendwas ganz Schlimmes einfallen als Strafe. Okay. 1, 2, komm. Und. Press. Schön, komm mal. Press. Noch besser. Ja. Hast du gesehen? Besser beschleunigt. Nee. Der Lukas, der kommt. Die 200 Kilo, die werden was. Sind noch 2-3 Wochen, haben wir noch Zeit. Die Ausführung war sehr gut ausgeführt. War sehr gut. Okay. Die Ausführung war sehr gut ausgeführt. Jetzt muss ich auch mal einen Satz machen. Mama, Attacke jetzt. Vorhin gerade so 6. Ich will, dass die 6 jetzt ganz solide kommen, Mann. Solid ass Raps. Let's go. Jungs. Also willst du mal ein Hardcore-Trainingsvideo machen und dann kommt sowas bei raus. 6 Stück. Ich muss fokussieren. Komm bitte los, ran. Über den Kopf. Ja, ich will mich fokussieren. Über den Kopf, nach hinten. Jawohl. Jawohl, gut so. 5. Ja, der ist besser, Mann, der ist besser. Junge, Kopf. Mann, hör mal nach Köln. Durch. Ich sag dazu einfach nichts mehr, okay? Gebt euren Kommentar dazu. So genau, 8 Gramm ERAs. Das ist die erste Ladung. Ich bin ja momentan auf Diät, ne? Und da gehen wir auch nochmal sicher. Gut, habe ich auf Nicht-Diät auch getrunken, aber das ist eine andere Geschichte. Schmecken auch lecker. Und ihr könnt 20% sparen. Zwar nicht nur auf ERA, sondern alle Produkte im Best Body Shop. Link ist unten in der Beschreibung. Gönnt euch mal. Kleiner Tipp: Omega-3 Fischöl in Flaschen gibt es nur noch ein paar Pullen und die sind unter 10 Euro mit meinem Code. Richtig krass. Johnny? Ja? Geh mal, lass uns auf 190 gehen. Ich will eine ganz sichere mit 190 machen. Nur für mich, zur Sicherheit. Ja. Und für euch natürlich. Die muss leicht kommen, Puh. Sind immer noch 10 Kilo weniger, als ich eigentlich drücken will. Puh. Push! Ein bisschen lahm und raus. Aber scheiße, beim Wettkampf hole ich mir die. Die müssen eigentlich 200 gehen ohne Frühstück. Schon seit 10 Jahren drücke ich diese scheiß 200. Manchmal bei 220, 225. Alles schon gehabt. Aber ich bleib dran. Genau so, 2. Ja, come on, Johnny. Hier, push. Stabil, Arsch fest. Durch. Unglaublich.
Digga. Er ist und bleibt Kamikaze, Johnny. Ich hätte nach der fünften gesagt, hör doch auf, was soll der Quatsch, versuch's gar nicht erst. Aber die fünf, ich weiß nicht, wo er die Kraft immer noch herholt. Die Sache ist, du denkst, das kann nicht unmöglich, Johnny, kann er nicht. Die Sache ist immer noch, ich drück nicht, ich finde, ich drück nicht aus der Schulter, ich drück aus dem Latt. Ich drück den nicht aus der Schulter. Ist so. Der Latt stabilisiert mit Sicherheit, aber trotzdem drückst du ja über die Schulter, über den Trizeps. Ja, aber ich... Johnny drückt einfach alles mit dem Latt. Der braucht keine Schultern. Das ist, guck mal, ich meine, irgendwo müssen die Flügel ja auch herkommen, ne? Leute, so. Ich mach. Das ist die Gegenpartie vom Latissimus, ja? Also, das ist Anti-Latt-Drücken, ja? Heißt. Einfach. Sei einfach leise. 130, 150 Kilo. Wir haben jetzt mal einen Satz, all in. Alles, was geht. Wir müssen ein paar Wiederholungen sammeln, denn wir wollen ja auch ein paar Muskeln aufbauen, ne? Johnny, was denkst du, wie viel wären es? 12. Bei dir würden es 12 werden, bei mir wären es nur 10, weil ich normaler Mensch bin. Mit Ablage oder ohne? Ohne. Okay. Komm mal. Eins, zwei. Oh. Push. Boom. Push. Boom. Push. Drei. Hoch. Vier. Hoch. Fünf. Hoch. Komm mal. Plus. Sechs. Hoch. Komm mal. Hoch, 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 hoch. Sieben. Hoch, achte, komm mal, drück sie raus, hopp, hopp, hopp. Da ist jemand platt. Bei Johnny wären es auf jeden Fall noch zwei mehr geworden. Weil wenn man bei Johnny denkt, er schafft keine mehr, kommt immer noch ein, zwei mehr. Ist so. Bei maximal Wettkampf, maximal ja. Mit 180. Ich mach einen, komm noch einer, komm. Das ist ja. Savage Mode. Könnte ich mir bei dir vorstellen. Kann ich auf jeden Fall nicht mithalten, Johnny. Also Johnny ist ja nun wirklich eindeutig Mr. Latissimus. So einen weiten Latt sieht man auf jeden Fall selten. Echt? Okay. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Trizeps und hintere Schulter machen. Den Rest des Trainings, ihr seht. Und Fleiß. Seht ihr, Fleiß ist auch nochmal. Ihr seht auf jeden Fall einiges, was wir gemacht haben bei ihm im Vlog. Abonniert gerne den jungen Mann mal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Ihr kann das auch mit abonnieren, ja. Genau, schaut bei mir vorbei, ich bin ja gerade auf Diät. Siebter Tag, flexibles Diäten, 2, irgendwas an Kilo sind runter. Vielen Dank für euren stetigen Support. Wir sind raus, bis zum nächsten Video. Schwer und falsch.